Bei der Voice of Switzerland geht es nach den Blind Auditions jetzt definitiv in die Battle-Phase. Und genau darum steht jetzt auch ein kleiner Retro-Battle an. Genau, 12 Jahre drehen wir das Rad von der Zeit zurück. Etwa das Jahr 2000 war es, wo sie da, die Viola Tammy, als Tammy auftreten ist. Und das war ihre Single, High on Your Love. Schauen wir uns gerne an. I touch your lips and feel the dreams inside come true, come true. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht recht aufwendig aus, die Videoclip. Ja, ist es. 4 Tage haben wir, glaube ich, nicht gedreht. Und zwar in New York. Also, Moll. Ist cool. Die Kosten nehme ich an, oder? Ja, ich glaube, also, es waren noch D-Mark damals. Lang ist es her. Und ich glaube, so um die 70.000 waren so etwas. Und was war so, abseits vom Videodreh in New York, das Highlight aus deiner musikalischen Karriere? Ach, Karriere, das ist wirklich Musik in meinen Ohren. Ich glaube, wo dann die Plattenfirma kam und gesagt hat, hey, du darfst bei der Dome auftreten, das war auch noch wirklich ein Wahnsinnserlebnis gewesen. Mega viele Leute und du dort vorne, naja, aber irgendwie habe ich es hergekriegt. Cool. Ja, was aber viele auch nicht wissen, ist, dass der Sven, der junge Herr dann auch mal Musik gemacht hat. Momol, und zwar in einer Boybands. 1996 war es, auch schon eine Weile her, war er mit Pure Pleasure am Start. Und, zum Glück gibt es auch keine Bilder davon. Es gibt wahrhaftig Bilder. Und zwar von dem Videoclip Angels in Disguise. Schaut selber. Ich finde es schön. I have given up hope of finding someone to appreciate all. Also ehrlich gesagt, unser Clip war nicht ganz so teuer wie deine. Ja, aber das gibt keinen Abbruch daran, dass du eigentlich, obwohl es schon ein Zeitchen her ist, nicht viel älter aussiehst als in diesem Clip. Du, danke für die Blumen. Sie will dann etwas von mir, wenn sie mir so ein Kompliment überschiebt. Jetzt, abgesehen von diesem Clip, wir haben grosse Hallen, nicht in dem Sinne selber gefüllt, aber sie waren mit dabei gewesen. Ja, also Vorgruppe, Backstreet Boys Hallenstadion, Open Airs mit Kelly Family und Co. mit 35.000. Man muss es mal erlebt haben, weil das Coole ist, im Teenie-Segment, da gehen alle ab im Publikum, auch wenn du, ja, für dich nur Vorgruppe bist. Also ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Alles schöne und gute Erlebnisse, aber unterm Strich halt einfach Vergangenheit. Und das ist der Grund, warum wir zwei uns hier in diesem Ring nicht werden battlen. Definitiv nicht, weil wir haben 40 Stimmen, die hier in 20 Battles antreten, genau in diesem Ring. Und den machen wir jetzt frei für die alles geben, für The Voice of Switzerland zu werden.